Was mir gerade ein bisschen auffällt, ne, das ist jetzt zwar ein bisschen fies, ne? Aber der nette Herr hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Karl Drogo. Nein. Doch. Nein. Nein. Oder? Er ist einfach Karl Drogo. Nein. Jetzt gerade so, ich weiß, es ist Karl Drogo, ne? Nein. Doch, als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht. Sehr gut. Community, da sind wir in der schönsten Stadt der Welt. Wir sind in meinem Bremen hier. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Euer Svenio für euch unterwegs in der schönsten Stadt der Welt. Wir sind auf dem Weg zu King Art Games, Deutschlands ausgezeichneten und damit besten Spielehersteller. Wir kennen die Jungs, wir waren schon ganz oft da. Das sind ganz, ganz feine und nette und sympathische Leute. Ich muss tierisch natürlich auf Toilette, von daher machen wir überhaupt kein langes Geschnacke. Ich wollte euch nur noch mal meine schöne Weser zeigen im Hintergrund. Da ganz hinten, das sieht man von hier nicht, ist das Weserstadion, so 200 Meter ungefähr von hier. Von daher fühle ich mich hier sehr heimisch und jetzt geht's ab zu King Art Games und es wird bestimmt ganz toll. Kommt einfach mit, was los? Also ich bin Jan von King Art Games, einer der beiden Gründer. Wir haben King Art 2000 gegründet, also mein Partner Marc König und ich. Und ich bin bei uns so für den ganzen kreativen Kram zuständig, das heißt, alles, was Spaß macht und Marc macht die ganzen Rechnungen und Verträge und diese Sachen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier im Büro von Jan, wie wir nochmal, Magic Mouse, Mighty Mouse Tyson, hat ihn Papa damals genannt. Und hier, schau mal, hier ist schon alles in Iron Harvest, ne? Das Spiel ist noch nicht mal raus und die hauen schon auf die Kacke, die Jungs, ne? Schau mal, hier ist sogar schon die Figur. Jan, ist das die Figur für die Collector's Edition oder ist das einfach nur so? Das ist ein 3D-Print, so mal getestet. Ach so, also, okay. Die sieht so ungefähr aus, aber besser. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt in diesem Spiel leben würde, ne? Wie soll ich in so einen Roboter rein? Das sieht ja aus wie eine Kloschüssel mit zwei Beinen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, es ist sehr futuristisch. Ah, okay. Ansonsten fette Schwerter, das ist wahrscheinlich noch hier die Zwerge mäßig, ne? Nee, das ist King-Art-Mitarbeiter, die kriegen nach 2 Jahren, kriegen sie so ein hübsches, so Federn oder so etwas. Nach 5 Jahren kriegen sie den Dolch und nach 10 Jahren kriegen sie das Schwert, weil, ne? King-Art, Ritter und so. Ja, und ist das euer Logo da drauf? Ja. Wie cool ist das denn? Das ist ja fast wie bei Blizzard, die kriegen ja auch mal so einen Scheiß ein paar Jahren, ne? Hast du geklaut, die Idee, haben ne? Haben ja. Und das, ab wie vielen Jahren ist das? Seit, ich glaube, 2 oder 3. Okay. Okay. Wann hab ich den ersten Vlog über euch gemacht? Das war noch ein Svenio Game Test, das ist locker über 10 Jahre her, das heißt, das Schwert gehört mir. Hi, grüß dich. So, hier, jetzt hier die Hall of Fame quasi. Bestes Strategiespiel 2014, Battle World Chronos. Bester Sound. Das hat er gemacht, er ist der Soundmann. Ja, für den Sound. Sag einfach ja. Gut. So, und jetzt hier, 2017, King Art, bestes, was eigentlich? Bester Spieleentwickler. Bestes Studio. Bestes Studio, ja, das zählt ja. Wir schreiben und lesen, ja. Ja. War ja klar, dass du gleich wieder fies wirst. So. Hör mal, ich soll, wo wir gerade hier sind, ne? Ich soll von Balthasar fragen, was er dafür tun muss, dass er endlich ein neues Book of Unwritten Tales macht. Darfst du noch nicht drüber reden? Nee, wir kriegen das immer mal. Das Ding ist halt, ja, Book of Unwritten Tales. Nee, doch, wir hätten schon Bock, aber Adventure ist halt echt schwierig. Weil Adventure momentan, ich meine, Telltale hast du mitgekriegt, das lief nicht so richtig gut und so. Und ich sag mal, Adventure sind echt schwierig. Das ist genau dasselbe wie meine genialen Online-Fußballmanager-Idee. Das will auch keiner machen, obwohl es eigentlich, in 2 Wochen wäre das ungefähr gleich mit Fortnite, wenn man das mal einer machen würde. Ja, das Problem ist halt immer, es muss genug Leute geben, die halt wirklich Bock drauf haben. Es reicht nicht, wenn es ein paar Leute gibt, die super Bock drauf haben. Es muss halt immer eine breite Masse geben, die halt. Ja. Bereit ist, dafür Geld zu geben. Ich merke schon, ihr wollt es auch nicht machen. Ich habe alles versucht, Metal Popcaps mit meinem Fußballmanager auch nicht machen. Der einzige Grund, warum ich eigentlich hier bin, ist, dir das anzuschneiden. Das machen, du lässt einfach nicht mit dir verhandeln. Iron Harvest ist so, keine Ahnung, das mittlerweile vielleicht 40. Spiel oder so, was wir gemacht haben, keine Ahnung. Und ist der 4. Kickstarter, den wir gemacht haben. Und ist ein Spiel, was in den 1920er Jahren spielt, allerdings in einer alternativen Realität. Und ist ein Echtzeitstrategiespiel. Also wer vielleicht mal Company of Heroes oder sowas gespielt hat, so in diese Richtung. Und wir haben einen Kickstarter dafür gemacht, vor einem Jahr ungefähr. Gar nicht war Anfang diesen Jahres, sondern ist gar nicht her. Und haben 1,5 Millionen Dollar eingesammelt, war also extrem erfolgreich. Und da sind wir jetzt halt dran und hoffen, dass das Ganze nächstes Jahr fertig wird. Warum RTS?
RTS ist halt eins der Genres, die uns immer interessiert haben. Warcraft, natürlich großes Ding immer gewesen für uns. Aber auch schon vorher irgendwie Command & Conquer und solche Geschichten immer gerne gespielt. Und wir suchen halt immer so nach Genres, wo wir denken, hey, da kann man was rausholen. Weil wenn wir jetzt einen Shooter machen würden, wir können halt keinen besseren Shooter machen als irgendwie, keine Ahnung, DICE oder so. Aber wir glauben schon, dass wir halt ein RTS machen können, was wirklich richtig top ist. Und dann sagen wir halt, okay, RTS, das ist es. Und alle wollen meinen Fußballmanager nicht machen. Wäre das eigentlich aufwendig, wo wir gerade mal hier sind? Willst du nicht meinen Online-Multiplayer-Fußballmanager mal machen für mich? Ist sowas aufwendig von der Programmierung her? Nein. Kommt drauf an, für wen, ne? Für dich wahrscheinlich schon, für dich. Für mich ja, für dich nicht so, oder? Nee. Wahrscheinlich das Schwierigste daran, diese Online-Sache. Wenn du mit 8 Leuten gleichzeitig irgendwie eine Saison Werder Bremen im Fußballmanager spielen willst. Nee, meistens die Kommunikation mit dem Kunden ist das, was am längsten dauert oder am schwierigsten ist. Also in dem Fall wärst du das dann. Ja, ja, ich wäre der Kunde. Jan, sag mir einen Preis für eine Crowdfunding. Was braucht ihr dafür, um mir einen Fußballmanager zu machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das muss kommen. Ich erwarte euer Angebot. Merkt ihr schon, die blocken hier, ne? Die wollen einfach meine Idee nicht umsetzen. Den gehört, er hat gesagt, ich wäre der Kunde. Ja, 1 Million? Ja, auch das. Aber 1 Million können wir drüber reden. Ja. Spendet bitte. Wir sind jetzt hier im King Art Fitnessraum. So, jetzt mal die Frage hier an die Leute, die jetzt hier gerade hinter mir stehen. Jan und sein Bruder, die so ein bisschen gerade versuchen wegzugucken. Wie oft habt ihr das schon benutzt? Jetzt seid mal ehrlich. Oder irgendjemand hier von eurer Crew? Ich nie. Von der Crew ab und zu mal ein paar Leute, aber... Ja. Sportlehrer hier, schau mal hier. Krümmer. Ich kann jetzt sagen, ich habe bei King Art, ich habe trainiert, ne? Und ihr seht, das macht mir gar nichts aus, ne? Man muss auch sagen, wir haben da auch eine Playstation stehen und die haben wir auch so gut wie nie benutzt. Also, okay, ja, oh, hier ist die Kuschelecke, schaut mal. Oh, mit Switch und allem drum und dran. Aber das sieht aber gemütlich aus. Die könntest du auch mal, ganz ehrlich, die könntest du auch eine schöne Sendung machen, ne? Ja. Dann könntest du hier eine Kamera aufbauen und könnten wir hier einfach den heftigsten Gaming-Talk machen. Ja. Ja. Ihr habt einfach alles, ne? Guck mal hier, da die Axt von den Zwergen bestimmt noch. Mhm. Könnte man die irgendwie kriegen oder ist das nur für euch wieder? Nee, das war auch ein Kickstarter-Reward. Ah. Das hat ja an den Versandgebühren schon kaputt gegangen, ne? Weil das auch Sperrgut ist wahrscheinlich. Ja, muss halt nur teuer genug machen, dann passt das auch mit den Versandgebühren. Aber die ist hier. So die schöne Lab-Axt. Okay. Naja, Lab. Ja, so sieht dafür nicht ein bisschen zu plastikmäßig? Ja, ist halt. Aber wir haben jetzt eine heftige Einstellung. Ja, also der Sprung von Adventure zu RTS ist relativ groß, weil. Das natürlich von der Komplexität her einfach was ganz anderes ist. Man hat auf einmal einen Multiplayer, man hat zig Einheiten, die gesteuert werden müssen, man hat die ganze KI dahinter, das sind alles Sachen, die es bei Adventure nicht gibt. Adventure sind von der Machart her relativ einfach, da geht es halt hauptsächlich um Story und die Rätsel und halt schicke Grafiken und so, aber es ist halt technisch gesehen nicht so mega anspruchsvoll. RTS sind sehr viel anspruchsvoller. Battlewords Corners, das Spiel, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, war ein Rundenstrategiespiel. Das ist halt auch nochmal einfacher als ein Echtzeitstrategiespiel, weil man halt beim Rundenstrategiespiel immer genau weiß, okay, eine Einheit tut zu einer Zeit etwas und beim RTS kann natürlich passieren, dass gerade 5 Einheiten explodieren und 2 Häuser einstürzen und keine Ahnung, das muss immer noch alles funktionieren und gut aussehen. Ja, klar. Lief immer einfach nicht. Extra nochmal angeleiert. Was machst du denn? Ich bin eigentlich Lead-Animator, also ich animiere den Kram. Und, ja, was für Kram? Du sitzt natürlich an Iron Harvest, das sehe ich doch. Ja, ja, klar, das ist Iron Harvest, genau. Und ich habe eigentlich hauptsächlich damit zu tun, dass ich diese Blöcke durch die Gegend bewege. Die Glocke durch die Gegend? Die Blöcke aus Metall. Was ist das jetzt gerade? Das sieht aus wie ein Hauptquartier einer Fraktion. Das ist ein Bunker, den kann ich euch hier nochmal zeigen. Der bewegt sich. Ja, sowas. Ui! Hier. Ein laufender Bunker, also. Ja, richtig. Bisschen Bunker auf Beinen tatsächlich. Auch von Gameplay-Seite. Das habe ich mir noch nicht mal ausgedacht. Warum hast du hier so eine PowerPoint-Präsentation am Laufen? Was ist das hier? Das ist ein Animation Blend Tree, in dem stelle ich ein, dass er auch in alle verschiedenen Richtungen kann. Also wenn er jetzt hier zum Beispiel geradeaus läuft, kann er dann auch ein bisschen schräger werden. Kleinen Ruckler da nicht beachten. Das ist genau das, woran ich gerade arbeite. Er kann jetzt einfach in jede Richtung, die er möchte. Er kann sich auch drehen, wenn er möchte. Das ist aber auch so langsam. Warum geht das denn nicht mal einfach? Du brauchst doch die 3 Monitore, oder? Ja. Unseren DAX, so nennt sich der, das ist ein Unity, gibt es noch nicht zu spielen. Das ist eine natürlich für die neue. Exklusiv hier im Just Network. Ja, tatsächlich. Der laufende DAX. Das hat nicht mehr viel mit dem DAX zu tun. So entwickeln sich die halt irgendwann weiter. Guck mal, sieht ein bisschen aus wie der laufende Bunker auch ein bisschen, ne? Du hast dir einfach die Ideen aus, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich finde die unterscheiden sich schon ziemlich. Allein aufgrund der doppelten Anzahl der Beine. Einfach eine Nörgeltante, ne?
arbeiten 2018. Ne? Er macht nicht nur Animation, sondern hört nebenbei League of Legends Musik. Habt ihr das gesehen? Ich hab dich überführt, ne? Hallo. Hallo. Was machst du denn? Sieht auch ein bisschen aus wie R2-D2. Ja, ich rege gerade diesen einen Charakter, der wurde ja gestern gepostet, das ist der Tube-Transporter. Ja. Der hat eben so lange Beine und kann dann ganz, ganz schnell durchs Feld laufen und Leute drin in sich speichern, mehr oder weniger. Das klingt jetzt aber nicht sehr bedrohlich. Ja, also genau. Wenn du sagst, das ist ein Panzer, der kann Leute in sich speichern, hätte ich jetzt als Gegner jetzt nicht so viel Angst. Ja, er hat auf jeden Fall seine Morte hier vorne. Und du bist auch wichtiger als er, weil bei ihm ist alles grau und du hast schon Texturen und so. Ah, ne? Ja, genau. Ja. Und League of Legends Musik. Ja, genau. Nee, er kann seine Arbeit erst machen, wenn die Rigger durch sind. Also das ist ja der Schritt. Das heißt, erst wird modelliert, dann wird geriggt und dann wird animiert. Geriggt wird, hast du gerade gesagt? Ja, genau. Also zum Beispiel, ihr habt ja irgendwann noch Modelle gesehen. Modelle haben keine Knochen und so. Ja. Und wenn die Modelle ankommen, können sie sich nicht bewegen. Das heißt, du machst die Knochen rein? Hör auf. Genau, ja. Du bist der Doc hier, ne? Ja, genau. Du bist der Professor Brinkmann von King Art, ne? Wenn alles aufgeschnitten, dann kommt da richtig Knochen rein. Dauert hier natürlich alles ein bisschen. Einfach nur du hast einfach einen lahmen Rechner, glaube ich, ne? Ja, deshalb wollte ich eigentlich bei meinem neuen Rechner haben. Das ist derselbe Rechner, mit dem ich angefangen habe, der schon 5 Jahre alt ist. Hör auf. Da werden wir gleich mal bei Jan nachhaken. Wie kann das sein, dass deine Mitarbeiter so langsame Rechner hier haben, ne? Ja. Nee, also... Was braucht man eigentlich für einen Rechner, um sowas machen zu können? Ist sowas nicht sehr Lester-rassiert? Jetzt, was gesagt, Rechner-lastig? Es gibt nur ganz, ganz bestimmte Tasks, die Lester-rassiert sind. Zum Beispiel, wenn Leute... Ihr habt mal High-Poly-Modelle gesehen. Also wenn die Leute mit ZBrush arbeiten zum Beispiel, da ist es eben so, dass die ZBrush-Modelle, sag ich mal, Millionen von Polys haben. Und da braucht man Arbeitsspeicher, eine gute Grafikkarte, damit man eben daran arbeiten kann. Das sieht ja auch schon wieder ein bisschen aus wie der DAX, nur mit 4 Beinen. Ja, nee, eure Einheiten. Der hat eine viel größere Kanone, hallo? Ja, gut, stimmt. Ja. Also seine Kanone ist so groß, er kann dich verschießen. Ja, stecken wir hier da vorne rein und du fliegst, machst einmal die Hand. Ja, ich hoffe, du hast es ordentlich gemacht, nicht, dass Karl Drogo sauer auf dich ist. Ne? Das ist nicht überall, aber meistens ja. Okay. Jetzt natürlich die zweitwichtigste Frage nach der gerade: Warum hast du nur zwei Monitore vorhin? Alle anderen haben 3, du hast nur 2. Wirst du hier gemobbt oder? Wieso? Ja, gut, aber bei ihm bin ich ja jetzt noch nicht. Jetzt machen wir die wichtigen Fragen. Alle haben 3 Monate, du nur 2. Ich bin neu. Achso. Relativ gesehen. Du musst dich monitortechnisch noch ein bisschen hocharbeiten hier, ne? Nein, ich bin erst seit einem Jahr da. Erst seit einem Jahr, okay. Läuft der immer so langsam oder kann man dem auch mal ein bisschen Beine machen? Im Moment läuft der immer so langsam. Also das ist auch im Spiel später so langsam, dann werde ich die Einheit nicht bauen, die ist mir zu langsam. Ne? Dann finde ich lieber diese robbenden Soldaten, glaube ich. Was sollen die denn machen? Ihn streichen? Er hat gerade gesagt, die haben einen Reaktor drin, dann können die auch ein bisschen mehr, können die auch ein bisschen schneller laufen einfach. Ja. Okay. Wenn das dadurch passt, kommt der hier. Wie läuft der hier runter? Da um die Ecke. Das heißt, du klickst irgendwo an und die KI sagt dann, das ist der beste, schlauste Weg. Ja, ich frage ihn im Grunde, welchen Weg würde er nehmen und dann schaue ich, ist der Weg realistisch oder gibt es irgendeinen. Guck mal, jetzt hängt er schon. Genau, das sind solche Pferde, auf die ich achten muss, weil hier muss das ändern, weil so wie er da drin rumhängt, das sieht nicht mehr schön aus. Ja, das war bloß, das ist wie Ailton früher in der Abwehr, der hat sich da auch so genannt, der war auch so ein bisschen dicker und hat sich auch so durchgemogelt. Und wenn man es von oben anschaut, könnte man denken, hey, sollte er nicht hier durchpassen, also muss ich eventuell schauen, ob ich das hier wieder weitermache, dass er auch noch da durchpasst. Einfach. Können wir diesen Panzer auch den Ailton nennen eigentlich? Das wäre doch mal cool. Da fragen wir den Jan mal nachher, ob wir den Panzer, ob wir wieder so ein Goodie kriegen. Wir möchten gerne, dass der Panzer Ailton heißt. Das wäre doch das mega geil. Wie gesagt, unser erstes, also das ist das erste RTS, was wir machen, weil das war ein TBS, also Turn-Based Strategy Games. Also das ist schon noch was anderes. Wir hatten mit die Zwerge, das ist so ein bisschen RTS-mäßig gewesen, also eine Mischung aus RTS und RPG, Rollenspiel. Das hilft natürlich schon, die Sachen gemacht zu haben, aber eher auf so einer ein bisschen abstrakteren Ebene, weil wir halt die Tools kennen, wir kennen die Engine, wir haben bestimmte, ich sag mal, Workflows etabliert, so, die wir dann einfach wieder benutzen können. Es ist nicht so, dass man wirklich das irgendwie nehmen kann und hat schon irgendwie so 30% des Spiels fertig, sondern man fängt wirklich wieder von vorne an. Wir sind jetzt bei den elitären Programmierern von King Art. Die haben ihr eigenes Zimmer, die wollen unter sich sein, die halten sich für was Besseres hier, ne? So ist es doch. Guck mal, er läuft schon weg. Ja. Ich brauch Kaffee. Ja, das funktioniert nicht. Ja, aber hat er gesehen, wie schnell er das weggemacht hat? Da haben wir Sachen gesehen, die wir noch nicht sehen dürfen. Ne? Guck mal, hier. So wird bei King Art hier gearbeitet. Ne? Schön 2 Boxen, ne? Und wenn der Chef raus ist, wird hier gezockt. Ja. Sehr gut. So ist das. Ja, würde ich auch so machen. Oh. StarCraft 2, ja? Hier wird bei Blizzard geklaut. So. Ja, schonungslos hier. Investigativer Journalismus hier im Just Network.
alles zu sehen. So, jetzt zeigen wir uns mal was. Programmieren ist so langweilig, oder? Warum, was ist das denn bitte? Du programmierst so? Nee. Ja. Wie, warum? Was ist das? Das ist schnell und angenehm. Das ist eine Tastatur. Du brauchst nicht alle Tasten oder sind das alle Tasten? Nee. Nee. Aber da gibt's. Wie programmierst du so? Das sieht ja spannend aus. Wow, Next Level programmieren hier. Erzähl mal, was ist das? Warum, wie? Das ist ein Keyboard. Ja. Ein selbstgebautes. Selbstgebaut? Mit gekauften Teilen immer. Ja. Ja. Krass. Und da hat man so verschiedene Layer. Je nachdem, was für Tasten man drückt, hat man halt unterschiedliche Funktionen auf den anderen Tasten. Aber wie kannst du denn so den Code eintippen oder brauchst du oder tippst du schon gar keinen Code mal an, schiebst du hin und her oder was? Doch. Oder hast du vorgefertigt? Also die ganz normalen Buchstaben habe ich ja hier. Und zum Beispiel Pfeiltasten sind dann auf HJKL. Und so weiter. Denkst du dir auch, kommen immer so Tage, wo du sagst, boah, das ist so trocken hier, ich möchte jetzt auch mal irgendwie zu den coolen Jungs gehen, zur Animation und irgendwas Schönes animieren? Nee, nicht wirklich. Ah, weil ihr auch einfach hier eine verschworene Gemeinschaft seid, ne? Ihr wollt auch gar nicht woanders hingehen wahrscheinlich, ne? So, pass auf, jetzt hier. Das ist ja auch alles. Ja, das ist ja was Tolles. Ach, ihr könnt das auch alles? Ja, mit Code. Ist ja nicht so, dass wir das nicht können. Hat schon einen Grund, warum das Code heißt, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Der ist gesessen. Wir haben programmiert ein Spiel, weißt du noch? Wir können mit Code ja alles. Und manchmal nehmen wir so inklusionsmäßig noch so ein paar Leute auf, die halt nur klicken können und die dürfen dann auch mitmachen. Verrückt. Ja, ihr seht schon, die halten sich was Besseres hier, die Programmierer bei King Art Games. Ne? So, das Coole ist ja, weil du eben sagtest, mit dem Code schreiben. Ja. Das Coole ist ja, wenn du den Code einmal geschrieben hast, kannst du ihn ja immer wieder verwenden. Und du kannst ihn ja auch mit anderen Leuten teilen und die können ihn auch wieder verwenden. So wie die Blizzard Game Master, ihr habt immer nur Copy-Paste, ja? Ihr habt so fertige Makros. Nee, eben nicht mit Copy-Paste, sondern indem man das halt wiederverwenden kann. Auch. Also, okay. Wenn du überlegst, wie kompliziert ein Betriebssystem zum Beispiel ist, ja. Trotzdem funktioniert es nicht immer richtig, aber es ist ja kompliziert, haben ja viele Leute dran geschrieben und wir können es einfach benutzen. Und so ähnlich ist das bei allem, was wir jetzt machen, ja auch. Wir schreiben irgendwas, damit einer der Mechs halt laufen kann und dann können aber ganz viele Mechs laufen. Und die Leute, die eher so Artists sind, die haben halt oft das Problem, dass sie ja immer wieder von vorne anfangen. Bei jeder Einheit müssen sie dieselbe Arbeit wieder nochmal machen. Genau. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde den Panzer vielleicht Ailton nennen, weil der so langsam geht und sich so durch die Abwehr durchschlängelt. Ach so. Das finde ich einen super Namen. Kein Wollt Hals hat und so, ja. Nenn die doch einfach Ailton, das ist der Ailton. Toll. Tolle Idee von mir. Ja. Ich habe auch was da, ich habe jetzt auch zu Iron Harvest auch was beigetragen, ne? Das ist so eine Wiki-Seite, da kannst du so eine tolle Idee einfach unten draufschreiben. Ja, das mache ich. Die heißt, glaube ich, To Delete oder so, ja. Das wäre eine Unverschämtheit. Da wird man nur gehatet hier, ne? Man bringt es hier sinnvoll, die wollen mein Spiel hier nicht machen, ja, meine tollen Ideen nicht umsetzen. Aber deine Ideen sind auch nicht so gut. Ich meine, das muss dir irgendwann noch jemand sagen, glaube ich mal, weil man muss ja auch draus lernen. Ich finde, ich meinte nicht den, das ist ja der Dachs, das habe ich ja gerade schon gelernt. Ich meine den, der nur zwei Beine hat. Der ist so ganz langsam und was ist super Idee. Also wenn man heute ein RTS macht, dann erwarten die Leute halt einfach bestimmte Dinge, dass sie drin sind. Man kann halt nicht sagen, hey, wir machen RTS, aber wir haben keinen Multiplayer drin oder wir haben keinen Koop drin oder wir haben zwar Multiplayer, aber wir haben keine Online-Ladder. Sowas geht halt einfach nicht mehr. Und wenn man sich halt anguckt, was die Leute erwarten von einem Spiel, dann ist das schon, ich sag mal, eine lange Liste, gerade bei RTS, weil es so viele verschiedene Kommandos gibt, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Units Befehle zu geben oder Units zu selektieren und so weiter und so fort. Wir machen das Ganze ja auch noch für Konsole, das heißt, wir haben den ganzen Aufwand noch quasi doppelt und dementsprechend, das ist schon echt ein Sack voll Arbeit. Jedes Büro denkt, es ist einfach das Beste, ne? Hier, bitte leise sein und nur leise reden. Dafür sind wir bekannt, ne? Du bist Game Designer, das heißt, du machst quasi so den theoretischen Teil eher, ja? Jein. Also, das ist so eine Sache mit Game Design. Das Ding ist, es sind halt so zwei Sachen immer. Das eine ist halt die Theorie und auch die Recherche eben vorher, ne, dass man sich überlegt, was wollen wir eigentlich haben. Das Ganze muss natürlich aber auch umgesetzt werden. Das machen nicht nur die Programmierer. Die Programmierer haben, glaube ich, einen sehr entscheidenden Teil daran. Aber gerade das Balancing und das Einstellen von Werten, das übernehmen halt häufig auch die Game Designer und natürlich auch... Das wird total unterschätzt, das Balancing, ne? Gerade in dem E-Sports-Bereich. Ja. Das Balancing ist so unfassbar wichtig. Also wie viele Leute, es gibt ja momentan so viele E-Sports-Games und so weiter, ne? Und wie viele Leute sind da frustriert und hören mit dem Spiel auf, weil es nicht gebalanced ist. Ist im Battle Royale jetzt auch so, ne? Sind alle pissed, weil da irgendwie zwei Helden zu stark sind. Das Balancing ist so wichtig, finde ich, im Computerspielbereich heutzutage. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema, vor allem bei einem RTS muss es halt stehen. Ja, Weil man vor allem, wir wollen ja halt drei Fraktionen haben, die ja auch teilweise unterschiedlich funktionieren, sind ja nicht komplett symmetrisch in dem Sinne. Und das muss halt auch irgendwie zusammenpassen, ne? Sonst macht das Spiel halt keinen Spaß. Dann spielen alle nur Polania und niemand Saxony.
weil sonst Saxon nie eine Chance hat. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Ja, und sonst musst du doch immer abstimmen, wenn du jetzt hier Mist baust und so, musst du wahrscheinlich dann gegen die ganzen Vorrolle ankämpfen, die halt Flavors und Bells ist. Im Endeffekt schon, ja. Deswegen versuchen wir das natürlich sofort zu vermeiden. Ja. Und klar, man muss natürlich nach Sachen nachpatchen und so weiter, aber das, wir wollen natürlich im Vorhinein was Gutes abliefern. Wie kompliziert ist sowas, wenn man sowas so keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Matchmaking sind, also jetzt der Programmieraufwand dahinter, du machst ja mehr oder weniger jetzt die Theorie, das Konzept, aber das umzusetzen, also das ist wahrscheinlich auch eine mega Arbeit mit den ganzen Variablen und so, die damit eingerechnet werden müssen, oder? Das ist tatsächlich ziemlich viel und ich freue mich auch immer sozusagen, dass die Programmierer zumindest den Implementierungsteil machen und ich das nicht, mich nicht drum kümmern muss. Aber gerade abzuschätzen, was muss man machen und muss eben auch, wie du gerade meintest, die Verantwortung dafür tragen, das ist natürlich nicht so leicht. Und da kommt halt viel Prototyping, da kommt viel Testen ins Spiel sozusagen, auch davor mit den Betas, mit den Alphas, die sind ja auch zum Zweck da. Das ist ja nicht nur PR in dem Sinne, sondern das hat natürlich auch einen Sinn für uns. Und natürlich, sobald das Spiel raus ist, dann die ersten Sachen sehen und entwickeln sich auch schnell. Patches. Genau, Dominant Strategies entwickeln sich schnell, die muss man verhindern. Und ja, das ist schon eine Menge Arbeit, so, aber es lohnt sich natürlich auch. Einer unserer neuen Praktikanten, der hat einen Mac gebaut, allerdings nicht für Alvin Harvest und der wollte ein bisschen Feedback haben, da habe ich ihn schnell bei Photoshop. Das heißt, er hat einen Mac gebaut, nicht für Alvin Harvest, oder für Alvin Harvest? Nee, nicht für Alvin Harvest, privat. Ach so, das heißt, die Praktikanten lassen sich einfach auch so ein bisschen tüdeln und dann zerstört ihr ihre Illusion, weil ihr sagt, nee, Quatsch. Oder hat einfach nur. Könnte ich als Praktikant jetzt einfach so ein Mac bauen und sagen, ich habe hier so eine Granate gebaut, der soll jetzt ins Spiel? Und hätte es eine Chance? Recht unwahrscheinlich, weil wir halt vorher, wir haben Meetings vorher, wo wir halt alles irgendwie wirklich besprechen, okay, was für Macs brauchen wir. Das ist dann basierend auf den Vorlagen von den Game Designern. Und wie könnte so ein Mac aussehen, wenn der die und die Parameter haben soll? Und das darauf heißt, künstlerische Freiheit wird hier im Keim erstickt, würdest du mir damit sagen? Also grundsätzlich erstmal nicht. Ich meine, der Mac, den er hier gebaut hat, der ist jetzt. Der sieht mega gut aus. Der ist für ihn privat. Den würde ich sofort steuern wollen. Hammer. Zeig das mal. Der war für ihn privat. Ich habe jetzt einfach nur so sah er vorher aus. Ich meine, okay, die Beine sind vielleicht ein bisschen klein. Oh ja, das finde ich auch. Das hast du recht. Habe ich ein bisschen in Photoshop optimiert. Meinte, so wäre es wahrscheinlich besser von der Stabilität. Viel besser. Hör mal, ganz ehrlich. Wenn ich einen 3D-Drucker hätte, würde ich mir ausdrucken lassen, anmalen irgendwie und mir irgendwo hinstellen. Der sieht echt gut aus. Hier ist halt diesen Eulturm. Im Spiel ist das, muss ich an Ressourcen im Spiel bekommen, dass dieser Ölturm wichtig ist? Das heißt, man muss auch Öl sammeln oder? Nee, der produziert Öl für dich. Ah. Öl für dich. Ah, also du baust ihn. Damit ich quasi Benzin dann habe dadurch. Ja, also Öl, genau. Ja. Wir haben ja als Ressourcen. Fahren Panzer mit Öl oder mit Benzin? Die fahren mit Öl. Also das ist auch noch. Was? Da muss der Game Designer nochmal nachhaken. Ja, wir haben ja auch gar keine Panzer, wir haben Max. Genau, wir haben Max. Ja. Okay. Und die fahren nicht, die laufen. Genau. Ja. Wir brauchen natürlich. Habt ihr schon von meiner genialen Idee gehört? Ich habe das jetzt schon mehreren Leuten versucht anzuteasern. Ihr habt einen Panzer oder einen Mac, der hat nur vier Beine, ne? Ja. Und der ist so ein bisschen langsam und sperrig, aber er sneakt sich halt trotzdem so durch die Ecken durch, haben wir vorhin gesehen. Und den würde ich Ailton nennen. Wie? Ailton. Das ist doch ein mega Name für so einen Mac. Nennt ihn Ailton. Ich habe es ja auch schon versucht zu verkaufen. Ich glaube, er ist total begeistert von der Idee eigentlich. Das Ding, aber also er hat so gesagt, wir nennen ihn dann so, was weiß ich, so, er kriegt dann so einen Code, so C2837 und dann in Klammern der Ailton. Das ist so eine mega Idee, die ich hier euch gratis hier serviere. Wenn du irgendwo als Praktikant anfängst, dann, ich meine, du kannst natürlich, gerade so als Artist kannst du, du machst dein Studium fertig. Und, was hast du studiert? Game Design. In Hamburg? Berlin. Oh, okay. Gibt's in Hamburg Game Design für alle Nordlichter, die jetzt sagen, sie wollen auch sowas studieren? Gibt's in Hamburg Game Design, Max? Falsch. Nee, ich glaube nicht. Hast du studiert? Nee. Warum seid ihr? Vielleicht. Ihr habt also auch eine Beziehung schon ein bisschen länger. Du hast ihn hier dazugeholt quasi. Ja, nee, ich wusste gar nicht, dass Max hier ist. Das war jetzt gerade so eine Reaktion. So, deine Körpersprache sagt dir gerade aus, hätte ich gewusst, dass er hier auch arbeitet, wäre ich hier nie hergekommen. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, alles klar. Durchschaut. Nee, kann sein, dass in Hamburg auch Game Design Unis sind. Aber ja, nee, ich denke schon, dass du, wenn du irgendwie wirklich Fuß fassen willst, dass du dir erstmal einen Praktikumsplatz suchen, oder das ist der beste Weg, um dich wirklich zu etablieren irgendwie im Business. Und dann kannst du dich halt ein bisschen beweisen in der Zeit und dann wird die Firma schon merken, wenn du gut bist, okay, den würden wir gerne übernehmen und du kannst halt, oder wahrscheinlich schon während deiner Praktikumszeit, so viel Referenzen sammeln oder so viel einfach an Erfahrung mitnehmen, dass du das halt dann in deinen weiteren Bewerbungen widerspiegeln kannst, halt in deinem Portfolio, in deinem Lebenslauf, was du alles getan hast. Und je nachdem, wie gut du dich angestellt hast, strahlt es auch dann in deinen Referenzen die Professionalität aus, bin ich der Meinung. Computerspiele ist, das hat sich sehr gewandelt die letzten Jahre, weil es gab so eine Zeit, wo man irgendwie gesagt hat, ja,
Such dir ein paar andere Leute, macht halt irgendwie ein Spiel, veröffentliche das Ganze und dann macht das nächste Spiel und keine Ahnung, wenn es gut ist, wird es schon erfolgreich werden. Und das hat sich so ein bisschen geändert, weil es halt mittlerweile so viele Spiele gibt und da gehen halt viele kleine Projekte einfach unter. Und da muss man jetzt wirklich überlegen, will ich Spiele machen, weil ich damit Geld verdienen will oder reich werden will, oder mache ich Spiele, weil ich Bock drauf habe. Weil wenn man sagt, ich mache es, weil ich Bock drauf habe, dann würde ich halt sagen, keine Ahnung, mach eine Mod von Spiel, was du cool findest, oder werd aktiv in irgendeiner Community und oder mach halt mit ein paar Kumpel zusammen ein eigenes Spiel, aber halt eben einfach nur aus Spaß an der Freude und geh nicht davon aus, dass du damit viel Geld verdienst. Und wenn du sagst, hey, nee, das Ganze soll für mich eine Karriere sein, ich möchte damit irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen, dann ist es, glaube ich, mittlerweile realistischer, dass man sagt, okay, studier das Ganze, also Game Design oder Grafik oder Programmierung, je nachdem, was man machen will, beschäftige dich wirklich intensiv damit, auch privat, und dann geh halt in Unternehmen, mach ein Praktikum, guck, dass du halt in einem größeren Unternehmen, was es schon ein paar Jahre gibt, eine Stelle kriegst, weil es ist echt schwierig geworden, so jetzt von nichts sozusagen anzufangen und dann irgendwie einen Spieleentwickler aufzumachen. Könnte ich bei euch ein Praktikum machen? Ja, absolut. Also wir haben so zu jedem Zeitpunkt immer so 5 bis 7 Praktikanten bei uns. Und von vielen Studiengängen muss man ja auch ein Pflichtpraktikum machen. Hier in Bremen zum Beispiel, wenn man Medieninformatik studiert, muss man mal ein halbes Jahr Praktikum machen und das machen viele Leute bei uns. Und ich sag mal, über 50% der Leute, die wir einstellen, sind auch Leute, die bei uns ein Praktikum gemacht haben und wir einfach übernehmen. Aber wenn man den nicht-universitären Weg nehmen will sozusagen, dann hilft auch einfach Schweiß, Blut und Tränen in dem Sinne. Also wer sich zu Hause hinsetzt und halt beweisen kann, ne, beispielsweise, ich mache halt kleine Spiele oder ich modelliere verschiedene Sachen, ich animiere verschiedene Sachen. Du musst ja einfach nur gut sein quasi. Genau, wenn man Learning by doing. Ja, genau, Learning by doing. Und wenn man das zeigen kann, wenn man so eine Art Portfolio aufbaut, wenn man da was hat und das dann hier auch zeigt und wir denken, ja, das hat Potenzial, da ist jemand, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die wir halt auch sehen. Das heißt, es ist keine Voraussetzung, so wie in klassischen Jobs, dass man einfach sagen muss, hier, bam, ohne Studium habe ich hier keine Chance, sondern wenn du gut bist. Genau. Und ich meine, wir gerne haben ja diesen Weg alle gemacht. Ne? Mein ganzes Wissen im Bereich Video, Videoschnitt und so weiter, habe ich auch alles durch Learning by Doing mir selbst angeeignet. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile gerade im Internet durchaus verbreitet, ne? Dass man einfach, wenn man Nerd ist, die Sachen, die man als Hobby macht, dann irgendwann vielleicht zu seinem Beruf macht, weil man so gut darin ist. Ne? Absolut. Und meistens sind ja auch die Leute, die dann halt sich das selbst beibringen, die haben noch ein bisschen mehr Engagement eventuell reingesteckt, als wenn die einfach sich nur... Weil die den Scheiß lieben, ne? Weil die den Scheiß einfach lieben. Und also ich denke auch gerade, also vielleicht, ich denke vor bei Game Designern ist es definitiv sehr hilfreich, wenn man so einen Studiengang abgeschlossen hat. Bei Artists, weil es halt ein bisschen schwieriger ist, als bei einem Artist sein Portfolio vorzuweisen. Man kann sagen, okay, ich habe in dem Spiel gearbeitet und das habe ich mir dabei gedacht. Aber wirklich den Anteil kann man nicht so greifbar fassen wie bei einem, wie zum Beispiel bei einem 3D- oder 2D-Artist, wenn er sein Portfolio zeigt und sagen kann, ich habe zwar nicht studiert, aber ich habe die und die Erfahrung, ich kann super gut retopologisieren, ich kann super gut texturieren und hier sind meine Designs und sowas alles, das kann das Auge eher sofort greifen. Und da denke ich mal, ist es relativ einfach, dann auch in der Games-Branche ohne Studium, wenn man gut ist und wirklich Schweiß, so wie Max meinte, Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt hat, dass man dann Fuß fassen kann. Für uns ist Kickstarter vor allem deswegen interessant, weil wir halt super früh mit der Community zu tun bekommen. Sonst ist es halt so, wenn wir es nicht über Kickstarter gemacht hätten, wäre das Spiel vielleicht immer noch nicht angekündigt gewesen jetzt. Und das heißt, wir hätten dann irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre oder wie lange auch immer halt einfach im Dunkeln entwickelt. Und wir haben schon so viel gutes Feedback bekommen beim Kickstarter selber, aber jetzt auch über die Alphas und die Betas, die wir machen, dass halt am Ende einfach ein viel besseres Spiel dabei rauskommt. Und für uns ist es halt auch immer so eine Bestätigung, weil wir haben jetzt bei Iron Harvest, ich sag mal, so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen für das Projekt, als wir für normale Projekte bekommen würden, dass es für uns jetzt auch einfach eine viel bessere Situation gegenüber Publishern zum Beispiel ist. Wenn wir halt sagen, hey, wir wollen ein Spiel machen, aber wir wissen nicht, ob es jemanden interessiert, dann ist natürlich was ganz anderes, als wenn wir sagen, hey, wir wollen ein Spiel machen und übrigens, es interessiert sehr viele Leute, gib uns Geld. Und es ist auch so, dass Kickstarter im Normalfall nicht ausreicht, um wirklich große Spiele zu entwickeln, selbst wenn es ein sehr erfolgreicher Kickstarter ist. Es gehen ja noch die ganzen Rewards ab, die Backer bekommen und der Versand und Gebühren und so weiter und so fort. Ich sag mal, es bleibt für die Entwicklung vielleicht am Ende so 50-60% des Geldes ungefähr übrig. Und wenn man sich dann überlegt, 1,5 Millionen Dollar, sagen wir mal 800.000 Dollar oder irgendwie sowas für die Entwicklung, dann klingt das zwar erstmal sehr viel, nur andererseits, wenn da irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Leute an so einem Spiel arbeiten, kann man sich auch vorstellen, wie viele Monate man damit über die Runden kommt. Das heißt, es ist überhaupt noch nicht gedeckt, das heißt, es muss sich auf jeden Fall noch verkaufen.
Das muss ich auf jeden Fall verkaufen, aber auch schon vorher, das haben wir aber auch schon zum Kickstarter gesagt, wir werden auf jeden Fall noch mit dem Publisher zusammenarbeiten. Also wir haben im Prinzip selber eigenes Geld reingesteckt, dann haben wir den Kickstarter gemacht und den Rest sozusagen wird ein Publisher übernehmen. Nur ist es jetzt eine ganz andere Situation als normalerweise, weil wir jetzt halt hingehen können und können sagen, hey, das Spiel ist schon bis zu diesem Zeitpunkt finanziert. Das ist exakt das Spiel, was wir machen wollen. Du darfst da nicht reinreden, weil das ist exakt das, was wir den Leuten versprochen haben. Du darfst uns nur das Geld geben, um die Entwicklung fertig zu machen. Und das ist natürlich eine komfortable Position. So, Jan. Gut. Hey. Da haben wir alles gesehen. Ich setze mich mal neben dich. Ja. Also ich habe so einiges an Kritik, dass ich dir sagen soll, von deinen Mitarbeitern, die sich das nicht trauen. Also einer hat gesagt, er ist mit seinem Rechner nicht mehr zufrieden. Ihr seid so ein bisschen knauserig. Da gibt es noch einen Schläger auf die. Ja, aber ich sage nicht wer, weil ich halt dicht. Ich bin vertrauenswürdig. Und ansonsten, einer hat so ein ganz dreckiges Mauspad. Ja. Und der hat gesagt, ich habe gesagt, da geht ja mal der Trend zum Zweitmauspad. Und er hat gesagt, ihr hättet ihm gesagt, er soll das sauber machen. Er würde kein neues kriegen. Echt? Was ist da los? Ja, es ist. Seid ihr so ein bisschen knauserig mit euren Mitarbeitern, ja? Ja, harte. Ihr müsst ein bisschen sparen für das nächste Spiel. Kein Ponyhof hier. Ja, sehr gut. Nee. Ja, Jan, es war wie immer eine Freude, bei euch zu Gast zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Glück mit eurem neuen Spiel. Kann man schon sagen, wann es rauskommt? Ich meine, man kann es ja jetzt schon spielen, wenn man unterstützt. Die Alpha? Die Alpha kann man jetzt schon spielen. Man kann es ja auch immer noch kaufen. Und die Beta, also die Alpha 2, kommt Ende dieses Jahres, Beta nächstes Jahr. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr noch ein Spiel rausbringen. Kann aber auch sein, dass übernächstes Jahr werden, müssen wir sehen. Oh, okay. So weit, sieht alles schon so weit aus. 2000. Ja, aber es ist halt auch ein sehr großes Spiel. Ne? Wir machen halt eine fette Kampagne und so. Ja. Und das braucht halt einfach gewisse Zeit. Okay, also ihr versucht 2019, aber wahrscheinlicher als 2020? Wahrscheinlich würde ich noch nicht sagen, aber 2019 ist erstmal der Plan. Ansonsten musst du dir zum Abschluss noch die fetteste Idee präsentieren, die ich hier heute hatte. Ja. Also ich habe ja alle Einheiten gesehen, ich bin jetzt quasi so mit dem Spiel verbunden. Mhm. Und ich habe ja die verschiedenen Panzer kennengelernt und diesen laufenden Bunker. Hat was mit Fußball zu tun? Ja, natürlich. Ja. Woher weißt du das? Ja, ich auch. Also dieser eine Panzer, ne? Mhm. Ihr macht es ja ganz leid, ihr habt ja viele Panzer und gibt ja unterschiedlich verschiedene Beine, viele, und wollt es dann verkaufen als mehrere Panzer. Auch da muss ich nochmal mit dem Budget ein bisschen gucken. Ne? Und ein Panzer hat vier Beine und da war ich gerade bei einem Kollegen und der macht das Level-Design und der mogelte sich so durch die Ecken und so durch. Und da habe ich gedacht, den kann man auch Ailton nennen. Ja. Weißt du, der ist so dick und ein bisschen sperrig, mogelt sich aber durch die Abwehr durch. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es da ein Problem mit dem Copyright gibt, aber vielleicht könnt ihr den richtigen Namen und dann in Anführungsstrichen Ailton und dann die Idee stammt vom Sivigno oder so. Dann wäre ich wieder im Spiel verewigt, weil ich habe mich ja bisher in jedem euer Spiel reingemogelt, das stimmt, wenn du ehrlich bist. Irgendwie war ich dabei immer. Ne? Das stimmt. Dann haben wir dann irgendwie so höchstwissenschaftlich so PTX23. Ja. Der Ailton. Das ist doch eine mega Sache. Ja. Dann mach das unbedingt. Denk mal wenigstens drüber nach. Verstehe, dass du wenigstens drüber nachdenkst. Drüber nachdenken. Der Ailton, ja. Brought by Stevenio. Hammer. Gut. Ja, und wir fahren zurück in das traurige, langweilige Tankstedt zurück. Schön raus aus dem schönen Bremen. Vielleicht gucken wir nochmal Weserstadion vorbei und winken nochmal. Danke, dass du uns wieder eingeladen hast. Wir kommen dann demnächst irgendwann wieder. Ja, und sehr gerne. Vielleicht dürfen wir auch mal in die Alphabete oder so reingucken. Klar. Und dann mache ich, wie es mal von mir gewohnt ist, wieder alles schlecht. Ich alte Meckerziege, ne Jan? Nein, ach, das gehört dazu. Konstruktive Kritik immer gerne. Konstruktiv habe ich jetzt nicht so, aber ich finde die Ailton-Idee super. Ja, vielen Dank, Jan, und schön weitermachen. Ne? Mach's gut. Okay, ciao.